So hat man einen schönen Ausblick. Ach komm, da auch noch mal, wir wollen jetzt nicht geizen. Wenn man schon 6 Glas hat, soll man sie auch genießen. Naja, das ist vielleicht jetzt nicht der schlauste Spruch. Jetzt habe ich erstmal etwas vor. Und zwar packe ich erstmal mein fast mein gesamtes Inventory hier weg. Und wie bringt man sich am besten selbst um in Minecraft? Da fällt mir doch einfach mal spontan der Sand ein. Okay, irgendwie, das ist. So geht das nicht. So kann ich nicht arbeiten. Stirb! Und ihr haltet mich jetzt bestimmt alle für verrückt. Doch, ich verfolge damit sogar einen Sinn. Langweilig. Ich hasse Ladebalken. Ich habe sie schon immer gehasst. Neulich habe ich ein anderes Spiel angetestet an meinem richtigen PC, weil ich eine neue Grafikkarte bekommen habe. Okay. Genau hier spawnen wir. Soweit so gut. Das machen wir dann gleich wieder mit Sand zu. Das ist eine schlechte Idee, aber das wollte ich gar nicht sagen. Okay. Es gibt doch noch Gerechtigkeit auf dieser Welt. Oh Gott. Und ich werde den Satz jetzt nicht wiederholen. Nein. So. Hä? What the? What the hell? Danke. Haltet mich für verrückt, aber ich kann mir das nicht erklären. Habe ich irgendwas übersehen? Ich wüsste jetzt nicht, wo das Wasser herkommt. Na endlich. Und jetzt holen wir uns mal unsere. Spitzhacke. Oh. Ich will nicht in den Lavasee fallen, sonst verliere ich meinen ganzen wertvollen Sand, den man hier am Strand sonst nirgendwo findet. Nein, nicht wieder Nacht, nicht wieder. Ach, und schon wieder Wasser. Aber das Wasser hat auch sein Gutes. Ich kann einfach nach oben schwimmen. Der meint es jetzt wirklich? Wo ist die Sonne? Wo ist die verdammte Sonne? Ach, egal, ich brauche keine Sonne mehr. Ich weiß, es wird Nacht. Leck ist eine Sache. Scheiß Oberleck, die andere. Und den habe ich gerade. Jetzt nehmen wir wieder unsere Fackeln.
Wir nehmen unsere andere Spitzhacke. Den Sand packen wir weg. Ja, das. Ach, ich weiß nicht, wieso, aber ich nehme einfach mal das Schwert mit. Okay, ich habe gerade in der Bewegung die Holzblöcke für Creeper gehalten. Unser kleiner Selbstmord eben hat auch noch sein, hat noch etwas anderes Gutes. Wir haben wieder volle Lebenspunkte, volle Herzen, was auch immer. Und es werde Licht. Noch nie in Minecraft brauchte ich so lange wie in diesem Let's Play, um an Kohle zu kommen. Jetzt habe ich auch gar nicht auf die Zeit geachtet. Ich werde mir einfach irgendwas sinnlos zusammenschneiden. Denn ich glaube, na, was heißt ich glaube? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe die 15-Minuten-Marke schon weit überschritten. Aber vielleicht irre ich mich. Ich habe in der Regel ein ziemlich schlechtes Zeitgefühl. Und nochmal an die. Nein, das war nicht geplant. An die Minecraft-Experten unter euch. Ich hatte schon vor, Mods zu installieren, aber ich stelle mich einfach zu dämlich an, diesen bescheuerten Mod-Installer oder wie auch immer der sich schimpft, überhaupt mal reinzukriegen. Also irgendwie, wenn ihr davon Ahnung habt, schreibt es mir bitte. Ich brauche Tipps. Ich hätte nämlich gerne Mods. Und dann noch eine Frage. Gilt ein Mod für Minecraft auch fürs, also für alle Welten oder nur für eine bestimmte? Nur für eine bestimmte wäre nämlich gut, weil ich habe nicht sonderlich Lust, meine Let's Play-Welt zu vermodden. Ach ja. Ich wundere mich schon, warum es nicht hochgeht. Da hilft jetzt Kollege Cobblestone weiter. Okay, wir haben hier noch nichts erreicht. Ich habe auch erstmal nicht Lust, sinnlos weiter zu graben. Fackel. So. Selbst gerade nicht gesehen, dass er schon nicht hier aufhört. Kohle. Und falls es euch interessiert, ich benutze das Texturenpack von Gronkh. Das könnt ihr auf seiner Seite Gronkh. Oh, da bin ich mir gar nicht sicher. D? Net? Keine Ahnung. Gebt einfach Gronkh bei YouTube ein, dann findet ihr den Link zu seiner Seite. Da könnt ihr es euch runterladen. Ich persönlich mag das Standard-Texturen-Pack nicht, aber ich glaube, da bin ich nicht gerade der Einzige. Was ich auch nochmal sagen wollte. Toll. Wieder mal habe ich selbst vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, es ist ein Talent von mir. Ja, ich kann nicht ja mal ein bisschen Kohle reintun. Man weiß ja nie.
wenn man die mal braucht. Die kommt dann jetzt dazu. Erde. Wow. Ja, jetzt habe ich an Stein genug. Ja. Das mit der Spitzhacke war, glaube ich, ein Zeichen, denn ich höre jetzt auf. Vielleicht passt das noch in den... Ich habe keine Ahnung, wie viele Parts ich jetzt aufgenommen habe. Vielleicht auch nur einen halben, vielleicht einen, vielleicht 50. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht passt das, was ich jetzt beim nächsten Mal aufnehme, noch in den Part mit rein. Und also entweder bis zur nächsten Folge oder bis in ein paar Sekunden. Auf jeden Fall auf Wiedersehen.